Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind beim Wegweiser in Episode 2. In der heutigen Episode werden wir uns ein bisschen versuchen, von dieser reinen textbasierten Logik zu lösen, etwas stärker auf Visualisierungen und Datenbeschreibungen achten. Laden Sie sich das Skript zur heutigen Episode runter, das Sie oberhalb des Videos finden, und laden Sie sich auch die heutigen Daten runter, die Sie in ein Verzeichnis legen, in dem auch das Skript liegt. Dann öffnen Sie das Skript in RStudio und wir können loslegen. Den ersten Teil der Befehle kennen Sie schon, Library Tidyverse bindet das Tidyverse ein. Wenn Sie auf einem neuen Rechner sind, dann müssen Sie möglicherweise das Tidyverse nochmal neu installieren. Aber wenn Sie auf dem gleichen Rechner sind, auf dem Sie Episode 1 mitgespielt haben, dann ist das Tidyverse bereits installiert, Sie müssen es nur nochmal neu laden. Nächster Schritt, wir laden die Daten. Und wenn Sie das ausführen, dann haben Sie vielleicht Glück und vielleicht Pech. Das wird sich in der Konsole zeigen. In beiden Fällen ist es so ein bisschen rot und farbenfroh, aber letztlich wird die Fehlermeldung oder Erfolgsmeldung Ihnen irgendwie darüber Auskunft geben, ob die Daten korrekt geladen wurden oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist, zumindest ist es bei mir nicht der Fall. Dann liegt es daran, dass RStudio nicht sagen kann, wo sich die Daten gerade befinden. Dazu muss man ganz kurz erklären, RStudio bzw. R arbeitet in einem Verzeichnis. In welchem? Das legen Sie fest. Und RStudio stellt Ihnen auch noch ein Verzeichnis dar, das ist das, was Sie rechts unten sehen. Die zwei sind aber nicht zwangsläufig deckungsgleich. R arbeitet im sogenannten Working Directory, und wo das Working Directory ist, das sehen Sie in dem Pfad, der innerhalb der Konsole so leicht grau dargestellt ist, am oberen Ende der Konsole. Wenn Sie also zu Ihren Daten wollen, dann ist es in RStudio am komfortabelsten. Sie bewegen Ihren Blick sozusagen nach rechts unten in dieses File-Fenster und nutzen den kleinen Knopf mit den drei Pünktchen oben rechts in diesem kleinen File-Fenster und navigieren sich erstmal dorthin, wo Sie die Daten gespeichert haben. Wenn Sie das gemacht haben, dann taucht im File-Fenster dieses passende Verzeichnis auf. RStudio weiß schon mal, wo Sie sind, R weiß es aber noch nicht. Um also das Working Directory dann richtig zu setzen, müssen Sie das noch übertragen, indem Sie im File-Fenster bei More auf Set as Working Directory klicken. Was machen Sie damit? Was lösen Sie damit aus? Mit Ihrem Blick schauen Sie wieder zurück in die Konsole und stellen fest, es wurde ein Befehl ausgeführt, der setwd heißt, Set Working Directory, und in Klammern der Pfad mitgegeben. Long story short, wenn Sie jetzt in der Konsole getwd ausführen oder im Skript oben den getwd-Befehl mit Ctrl-Enter, das kennen Sie ja schon, nach unten in die Konsole kopieren und damit ausführen, dann sagt Ihnen R und RStudio, wo Sie sich gerade logisch befinden. Und wenn das das Verzeichnis ist, wo Ihre Daten sind, grandios. Dann können Sie jetzt Ihre Daten laden und kriegen wieder eine recht farbenfrohe Meldung unten in der Konsole, aber dieses Mal sollte sie positiv sein. Wenn nicht, dann müssen Sie nochmal zurück, spulen nochmal ein paar Sekunden zurück und versuchen nochmal Ihr Working Directory so zu setzen, dass die Daten, die Sie hier oben runterladen, entsprechend dort liegen, wo Ihr Working Directory sich eben auch befindet. So, wir haben die Daten geladen. In dem Fall ist es ein Datensatz vom Deutschen Wetterdienst. Ein Datensatz, den wir eigentlich erstmal nicht kennen. Wir können uns auf dem Deutschen Wetterdienst darüber informieren, was die Daten darstellen. Ich kann es Ihnen auch sagen, es sind durchschnittliche Lufttemperaturen, die pro Bundesland über die letzten ultra vielen Jahre gesammelt wurden. Zuzüglich so ein paar Durchschnittstemperaturen für Deutschland. Wir können also die Erderwärmung versuchen, damit so ein bisschen greifbarer zu machen. Das Normalste der Welt für Sie, wenn Sie Daten laden, ist, Klammer auf, wenn es bisher nicht war, dann ist es ab sofort, Klammer zu, dass Sie sich mit den Daten vertraut machen. Womit haben Sie es denn überhaupt zu tun? Was ist denn das, was Sie hier sehen? Dafür nutzen Sie das Tidyverse. Das Tidyverse haben Sie schon kennengelernt. Sie können den Datensatz, den Sie jetzt als Variable gespeichert haben, nutzen und den zum Beispiel summarisen. Mit Minimum und Maximum lassen Sie sich anzeigen, welchen Zeitraum Sie überhaupt hier in den Daten haben. Mit Stir wie Structure schauen Sie sich an, welche Datenstruktur überhaupt vorliegt, welche Spalten gibt es denn überhaupt in Ihrem Dokument. Mit Arrange können Sie Ihre Daten sortieren und so ein bisschen nachschauen, was ist da drin. Und wenn es zu viele Spalten gibt, die Sie nicht alle anzeigen können, das sehen Sie in der Konsole unten in Grau dargestellt, dann können Sie mit Select dem Tidyverse sagen, hey, zeig mir doch nur mal ein paar Spalten von den vielen an. Oder sortiere die mal um, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege, womit ich es zu tun habe.
Wenn Sie eine grobe erste Struktur der Daten kennengelernt haben, dann versuchen Sie mal ein paar Fragen darin zu beantworten. Ich zum Beispiel bin Jahrgang 87 und mich würde interessieren, was ist denn seit 87 passiert? Also filtere ich auf Daten seit 87. Größer gleich 87. Ich kann auch mir einfach nur die sozusagen nach dem Sortieren, obersten Einträge anzeigen lassen. Dafür gibt es den Befehl im Tidyverse Top N. Top N sortiert auch selbstständig, wenn ich den Befehl mitgebe, nach welcher Spalte ich das auswählen will, und gibt mir dann die obersten paar Einträge zurück. Und ein letzter Tipp noch, um die Daten wirklich anzusehen und Einblick in die Daten zu kriegen, ist der sogenannte View-Befehl. Wenn Sie den eingeben am Ende einer Tabelle, dann kriegen Sie ein Fenster, in dem Sie die Tabelle auch wirklich dargestellt bekommen. Darin können Sie nicht editieren, aber zumindest sehen Sie Ihre Daten. Dasselbe kriegen Sie übrigens, wenn Sie im Environment, das ist das Ding oben rechts, eine Tabelle mal anklicken. Dann öffnet sich dieselbe View. Einen ganz wichtigen Tipp möchte ich Ihnen noch mitgeben, wenn Sie mit dem Tileverse Daten kennenlernen. Dieses Prozent, Pfeil, Prozent, das diese Lesbarkeit erst herstellt. Nimm das, mach dann das, mach dann das. Da gibt es einen Shortcut. Control, Shift und M. Nicht sehr intuitiv, aber wenn Sie den dreimal gemacht haben, dann merken Sie ihn. Fügt dieses Prozent, Pfeil, Prozent ein und Sie können weiterarbeiten. Control, Shift, M. Tippen, tippen, tippen. Control, Shift, M. Kriegt man hin. Für die Visualisierung von Daten gibt es ein eigenes Paket, das aber bereits Teil des Tidyverse ist. Dieses Paket heißt ggplot, ggplot, beziehungsweise streng genommen heißt es eigentlich sogar ggplot 2, weil es die zweite Version ist, aber es heißt schon sehr, sehr, sehr lange Zeit ggplot 2, also ggplot ist das, worüber wir sprechen. ggplot ist wahnsinnig mächtig und umfangreich, weshalb es ein eigenes Cheat-Sheet hat, das finden Sie oberhalb des Videos, und sehr, 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 sehr viel Diskussion und eine sehr, sehr große Community online. Wenn Sie also irgendwelche Probleme mit ggplot haben, genauso wie mit Tidyverse, nutzen Sie Online-Suchmaschinen, um Hilfe zu finden. Sie landen bei Stack Overflow oder bei sonstigen Online-Foren und Online-Hilfeseiten und finden dort unheimlich viel Unterstützung für die unterschiedlichsten Probleme. Generell funktioniert ggplot so: Sie geben ggplot eine Tabelle, idealerweise ein Tibble, und geben im ggplot Hauptbefehl, ggplot, Klammer auf, Klammer zu, erstmal ein, was so die grundsätzlichen Parameter Ihrer Visualisierung sind. Diese grundsätzlichen Parameter nennt ggplot Aesthetics. Und diese Aesthetics kürzt ggplot ab mit AES. Das heißt, in den ggplot Grundbefehl kommt das AES, Aesthetics Befehlskonstrukt, und darin spezifizieren Sie die grundsätzlichen Parameter. Was macht meine X-Achse aus? Was macht meine Y-Achse aus? Was macht möglicherweise die Color oder das Fill, also die Füllfarbe meiner Visualisierungen aus? Was da immer reinkommt, hängt so ein bisschen davon ab, was Sie genau visualisieren wollen. Dazu kommen wir alles noch, aber da geben Sie erstmal Ihre grundsätzlichen Parameter. Und dann, wenn Sie das spezifiziert haben, hängen Sie sozusagen in der Ebenenlogik, ja, ich male erst das, darauf male ich das, darauf male ich das, Schritt für Schritt die restlichen Sachen so dran, die Ihre Visualisierung ausmachen sollen. Und dieses Dranhängen oder Draufmalen symbolisiert man bei ggplot mit dem Pluszeichen. Das ist etwas irreführend, weil Sie jetzt die ganze Zeit mit diesem Prozent, Pfeil, Prozent gearbeitet haben, aber keine Angst, wenn Sie das mal durcheinander bringen, dann sagt die Konsole Ihnen ohnehin, haben Sie das vielleicht durcheinander gebracht? Also, wir spezifizieren in dem Fall also mit den Aesthetics, was wir malen wollen, und können dann verschiedene Dinge ausprobieren. Wir wollen ja erstmal ggplot kennenlernen. Wir malen also einen geom point. Wir malen also für jeden Datenpunkt einen Punkt. Ja, geht so, was die Übersichtlichkeit angeht. Vielleicht packen wir es lieber in Balken, Säulen, sowas wie geom col für Columns. Okay. Vielleicht doch in der Linie. GeomLine. Ah, viel besser. Jetzt haben wir einen Verlauf und können damit weiterarbeiten. So richtig schön, wie es der Videotitel oder die Episodentitel bezeichnet, ist es aber noch nicht. Ggplot ist nicht von Haus aus schön, aber es kann schön. Wir können mit ggplot zum Beispiel die Achsen ordentlich und sauber beschriften.
dafür müssen wir erstmal wissen, mit welchen Daten haben wir es überhaupt zu tun. Wir erinnern uns, mit STR, Structure, können wir anschauen, was die einzelnen Daten ausmacht. Wir können uns das Tibble, die Tabelle, nochmal anschauen. Wir können uns auch einzelne Spalten der Tabelle anschauen, indem wir den Variablenamen der Tabelle nehmen und dann mit einem Dollarzeichen hinten dran den Spaltennamen packen. Auch im Environment oben kann man Tabellen ausklappen und sieht die einzelnen Spaltenbeschreibungen. Den Output, den man bei STR auch erhält, den kriegt man dort oben direkt eingebettet angezeigt. Und kann so feststellen, womit habe ich es eigentlich überhaupt zu tun. Und wenn ich das weiß, kann ich meine Achsen selbst definieren. Achsen sind in ggplot ein eher dehnbarer Begriff. Achsen bei ggplot heißen Scales. Und mit Scale-X- je nachdem, was für einen Datentyp ich habe, kann ich die X-Achse umformen mit Scale-Y-Datentyp, die Y-Achse. Aber es gibt dann auch sowas wie Scale-Color beispielsweise oder Scale-Fill, um die Linienfarben oder die Füllfarben irgendwie zu definieren. Wir können es noch schöner machen. ggplot kann, wie gesagt, wirklich fast alles. Zum Beispiel mit ggtitle, Titel und Untertitel hinzufügen oder auch mit den Themes so ein grundsätzliches Erscheinungsbild verändern. Theme-Classic beispielsweise setzt die Parameter so, dass so ein eher so ein rudimentäreres Erscheinungsbild auftaucht. Theme-Minimal oder Theme-BD für Black-White würde ähnliche Effekte hervorrufen und Sie können theoretisch auch Ihre eigenen Themes hier ergänzen. Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Das zeigt sich auch so ein bisschen in den Übungen zu dieser Episode. Schauen Sie sich das Skript an, arbeiten Sie sich dadurch und versuchen Sie da, die Sachen nachzuvollziehen, die Übungen zu machen. Und wir sehen uns wieder in Episode 3.